Stark. Wir sind richtig, ey. Guten Tag. So, ich wollte am besten erstmal hier ein bisschen was erzählen zur Geschichte vom Einsteinturm und so, bevor wir uns den ganzen Turm angucken. Also, erstmal zum Institut ein bisschen. 1875 wurde das Institut hier gegründet. Vorher gab es hier auf diesem Berg nur, also noch davor, eine Telegrafenstation, daher kommt auch der Name Telegrafenberg, das war ein optischer Telegraf. 1875 war also die Gründung hier des Institutes. Der erste Bau war die Astronomie und die Physik, also zur Astrophysik. Der Begriff Astrophysik wurde 1866 von Zöllner geprägt. Das war also damit war unser Institut auch das erste astrophysikalische, also alle Informationen zu bekommen über die physikalische Natur auch in diesen beiden Himmelskörpern. Zum Beispiel bei der Sonne, wo wir also die Sonne so drin sind, die das Kontinuum, wie wir es nennen, unterbrechen, daran gedacht, hier hauptsächlich Sonnenphysik zu betreiben. Das Ganze ist dann halt uns so ein bisschen in Vergessenheit geraten. In dem Sinne, dass hauptsächlich Nachtinstrumente hier aufgebaut wurden. Es gab auch zwar einige Sonnenteleskope, aber die waren alle ziemlich klein. Und auch das letzte große Teleskop, was hier gebaut wurde vor der Jahrhundertwende, das ist der große Refraktor, dieses Gebäude mit der großen Kuppel. Das war also ein reines Nachtteleskop, das konnte nicht für Sonnenbeobachtung genutzt werden. Und dürften dann in der allgemeinen Relativitätstheorie. Dort hat er dann zusätzlich noch drei Merkur-Perihel. Das ist also ein Perihel befindet, also wenn der in seinem sonnigsten Punkt wird er beschleunigt, also weil er einfach, also was einfach dieselbe sein wie in den Fernbahnpunkten. Einstein hat aber in der Relativitätstheorie auch ausgesagt, dass also eine Masse also bei einer bestimmten Geschwindigkeit hat dieser Körper nicht nur seine Ruhemasse, sondern auch zusätzlich eine relativistische Masse, die einfach daher kommt, dass der Körper eine andere Gravitationskraft auf den Merkur wirkt und da sich die Bahn etwas hier auf diesem Plakat dargestellt, das ist groß, die sogenannte Ablenkung der Lichtteilchen im Schwerefeld der Sonne. Das ist also, wenn ein Beobachter bei einer Sonnenfinsternis, hier ist mal so eine Aufnahme von dem von der Sonnenfinsternis, man sieht also hier die Sonne verdeckt durch die Mondscheibe. Man sieht von der Sonne praktisch nur noch die äußeren Atmosphärenschichten, das ist also hier in diesem Fall die Korona. Aber man sieht auch, und das ist jetzt bei diesem Experiment interessant, man sieht auch Fixsterne. Hier sind die Sonne. Mal eingezeichnet, markiert. Ja, und wenn man Sicht des Sterns, das sich ja normalerweise geradlinig ausbreitet, hier in der Nähe der Sonne durch das Gravitationsfeld der Sonne abgelenkt wird und dadurch der Beobachter, der nur annimmt, dass die Lichtstrahlen sich gerade bewegen, also eigentlich auf geraden Bahnen, der Beobachter also die Position des Fixsterns an einer anderen Position feststellt, als sie wirklich ist. Wenn jetzt die Sonne sich nicht im Bereich des Beobachtungsfeldes ist, also auf der ein halbes Jahr später, wie ich schon sagte, dann tritt diese Veränderung der Position nicht ein durch das Gravitationsfeld und
die Fixsterne haben also praktisch eine unbeeinflusste. Wie er selbst schon befürchtet hatte, die Auflösung dieses Spektrographen war einfach so klein, um diese Rotverschiebung, die dort erwartet wurde, nachweisen zu können. Ja, und so war dann also das Interesse sehr groß, dass man hier auf Telegrafenberg ein neues, modernes Sonnenteleskop errichtet. Ja, und letztendlich, und ihn praktisch bewegen konnte, seinen Namen für eine Stiftung zu geben. Und so wurde dann also 1919 die sogenannte Einstein-Stiftung ins Leben gerufen. Es wurde Geld gesammelt für den Bau eines modernen Sonnenteleskopes. Und man konnte praktisch mit diesem Namen Einstein, der wieder irgendwie was darstellen. Ne? Die Engländer hatten ja dann auch zu dem Zeitpunkt auch gerade die Relativitätstheorie, also die Positionsveränderung gemessen. Und nun musste also Deutschland irgendwie nachziehen. Das war also für die Geld vom gespendet worden, viele viele Teile der Laborausrüstung sind also so kostenlos hier für diesen Turm zur Verfügung gestellt worden. Im Sommer 1920 begann dann der Bau. Achso, als Architekt wurde Erich Mendelssohn eingeladen. Das war ein Freund, also von Freundlich. Der Architekt war zu dem Zeitpunkt noch sehr unbekannt, also hatte noch keinen Namen. Jetzt mittlerweile ist er durch den Einstein-Turm, also nach dem Bau des Einstein-Turms, wurde er also weltberühmt und verbauen. Wobei also das ganze Genehmigungsverfahren wurde sehr kurz gehalten. Ja, also es gab, glaube ich, bei der Bürokratie kaum Hindernisse. Ein Teil, was sich also bei der Beobachtung der Sonne folgt, dann dieser Hauptspiegel reflektiert das Licht von der Sonne auf den Hilfsspiegel, der hier oben ist. Und dieser Hilfsspiegel bringt dann das Licht in das fest eingebaute Teleskop runter hier auf diesen Umlenkspiegel. Und hier an dieser Wand haben wir dann das Sonnenbild projiziert. Also wie beim Gear-Projektor hier unten entsteht dann ein Bild, ein Sonnenbild mit 13 cm Durchmesser. Der ganze Vorteil von dieser Anordnung ist der, dass man also das Teleskop nicht wie üblich beim Fernrohr aufbaut, also in einem Tubus, der dann nachgeführt werden muss. Das heißt, nicht, was durch diesen Spalt durchfällt, hier sieht man es jetzt, hier ist noch eine alte Zeichnung, hier ist noch was anderes drauf. Auf jeden Fall, das fällt dann also hier rein in den Spektrographen. Hier befindet sich jetzt ein Objektiv. Das macht das Licht parallel, ein Kollimator, bringt das dann auch auf das Gitter. Also, und wird praktisch dort wird aufgespalten und geht durch dasselbe Objektiv wieder zurück auf das, das ist ein Reflexionsgitter, geht praktisch auf denselben Weg wieder zurück, nur ein bisschen, dass das Gitter etwas geneigt ist, fällt also praktisch hier dann das Lichtstrahl, der jetzt also dieser Strich, der jetzt aufgespalten wurde, dann das Spektrum. Fällt dann praktisch also hier unten auf der Spaltwand, da ist dann die Kassette. Die wird fotografisch ausgewertet. Die wird fotografisch, die kann man so intensiv schwach, ja, dass man das... Man kann die Held, also bei starken Runden, obwohl die haben wir... Und der Film, wie ist der entstanden? Der ist Göttinger Kollegen haben uns den geliefert, die haben also praktisch mit einer komplizierten Technik da so ein Ding mal zusammengesetzt. Und in welcher Breite ist denn das breiteste Spektrum, was jetzt hier unten entsteht, wenn das reflektiert? Also unsere Kassette ist so breit, also hier 20 cm, also 30 cm. Man könnte natürlich, wenn man jetzt in der ersten Ordnung beobachtet, also kriegt ja das Spektrum nicht nur einmal, sondern man kriegt ja mehrmals das Spektrum. Und je höher man welche Ordnung man jeweils kommt, desto höher ist auch die spektrale Auflösung. Schwächer wird es auch, das hängt aber noch da ein bisschen davon ab, wie der Blazewinkel vom Gitter ist, also die beste Reflexionsrichtung. In der ersten Ordnung würde man vielleicht einen großen Teil des Spektrums noch reinkriegen. Also ich habe es noch nicht durchgerechnet, aber es ist ungefähr so. Aber jetzt in dem Bereich, wo wir normalerweise arbeiten, in der vierten, fünften Ordnung, da sieht man also auf diesem Spiegel nur ein kleines Teil, dass zum Beispiel die Natrium-D-Linie ist also ungefähr 3-4 cm entfernt voneinander. Also diese beiden Linien machen dann CCD-Kamera auf oder früher mit einer Fuminer Fotoplatte und da wird dann keine Farbnahme gemacht, sondern man weiß, eine Natrium-D-Linie sieht eben gelblich aus. Ne? Und die Position wird dann nur berechnet, weil man die Frequenz so kennt, wird das dann berechnet. Genau. Entscheidend ist ja folgendes, man nimmt. Sowas machen wir nicht. Wir machen hier Magnetfeldmessungen und benutzen dann natürlich auch dann bestimmte, also den Seemann-Effekt zum Beispiel,
aber jetzt solche Sachen. Ja, ich war jetzt nur mal so eine Frage, falls da sowas rankommt, dass wir da jetzt so konzentriert sind, also nach und dann bestimmen und sowas. Nee, wir machen wir einfach wieder. Alles klar. Ja, sonst ist das, wir hatten ja schon mit dem, wie heißt der Doktor? Der schickt mir in die Kamera aufgenommen hätte, die wir hier hochkommen. Tja. Naja, der fühlt sich nicht unten. Warte. Der war froh. Ja, aber die ist froh. Jetzt sehen wir in der Objektivetage, das hier ist das Objektiv, jetzt abgedeckt, damit ihr nicht erstaunt oder wenn man oben arbeitet, dass ihr jetzt auffällt. Da ist dann so ein Staubpartikel drauf. Naja, das ist reinigt. Staubsauger? Ganz erstmal mit Staubsauger grob gereinigt und dann haben wir so spezielle Optikreinigung. Also wir haben noch experimentiert mit so einem Opti-Clean heißt das Zeug. Das war so eine Folie, die das ganz. Das ist so ein Polymer, was man aufspritzt, was dann verfestigt und dann praktisch wie so ein Klebefilm abgezogen werden kann. Ach so. Und damit bleibt praktisch der Dreck in diesem Polymer drin. Glas wird. Und wird jetzt bei jeder Messung justiert oder ist das für eine gewisse Zeit stabil? Also wir fokussieren, erstmal ist es abhängig von der Temperatur. Das ist ja nur ein normales optisches Glas, also noch keine Glaskeramik und damit halt eben Temperaturkoeffizienten gleich 0. Und im Laufe, also wenn man anfängt mit der Beobachtung, dass es noch kalt ist, dann hat man einen anderen Fokus als dann später, also eine halbe Stunde später, das Ganze warm ist, dann verzieht sich. Das macht sich bemerkbar, aber man regelt das sowieso auf so einen Fahrweg von 2,5 Metern. Den normal braucht man bloß 20 Minuten. Da passiert nichts. Also wenn sich es ausdehnt, im Allen. Nee, es dehnt sich in der Richtung, also die Linse selbst verformt sich. Aha. In der Fassung. Aber das hat nichts jetzt hier mit der Fassung zu tun. Wie schwer ist die Linse? Ich da dran, weil das nicht noch bleibt. Und das sind nur Lochblenden, ja? Und Streifen. Ja, und. Im Prinzip, also warum bräuchte man hier einen wesentlich kleineren Bewegungsspielraum, aber das ist mit dafür gedacht, dass man eben... Müssen Sie noch Bergsteigen oder hinten zur Bergsteigausrüstung? Das ist für, wenn man jemanden Gerüst was machen muss. Also zum Beispiel für die Kabelschächte, die man hier so angebaut haben. Ja, das hier, also wie gesagt... Dürfen wir nochmal für die Kamera den Deckel? Wir haben Pause von Oktober bis März, also Ruhepause in dem Sinne, wir beobachten nicht, aber machen eine Stagearbeit und bauen neue Geräte ein. Und da ist also manchmal mehr Stress als im Sommer oder wo. Aber Sonne brauchen Sie, also oben ran eine Lampe an die Spiegel. Nein, die, oder? Die kommt dann unten vor, anstelle wird das hier dicht gemacht. Das brauchen wir nicht. Aha. Die Intensität ist zwar dann ein bisschen geringer, aber dann machen wir eben den Spalt vom Spektrographen ein bisschen weiter auf, dann kommt mehr Licht rein und dann geht es auch. Bei denen können wir immer bloß einen Punkt messen. Was passiert denn da? Vielleicht mal ganz kurz das Prinzip. Ich würde es nachher unten am Foto erklären. Weil ja. Also auf jeden Fall können wir nur immer einen Punkt messen und müssen damit praktisch wie beim Fernsehen so Punkt für Punkt und Zeile für Zeile interessante Gebiet also abtasten. Und da dauert so eine Abtastung eine halbe bis dreiviertel Stunde und in der Zeit darf keine Wolke dazwischen kommen. Also es muss schon so wie heute, also es muss schon wirklich klarer Himmel sein. Dieses Jahr hat es nicht geklappt, weil wir eine neue Mechanik drin haben, also da kam überhaupt nichts zu beobachten. Wir haben also da mehr wieder technische Schwierigkeiten gehabt. Und das wird sich also auch im nächsten Frühjahr, wenn wir also am Anfang auch erstmal damit klargekommen. Wo sagen die Kapitalisten dazu? Das muss ich doch alles rechnen. Naja, das Grundlagenforschung macht das sich sowieso. Heißt ja aber nicht. Na, wie kapiert er das mit? Naja, wenn er sich einfach mal ein Beispiel nimmt, die Japaner, die ja nachweislich in der Ökonomie also in der besser sind. Ich glaube auch. Also. Das ist natürlich hier schon wieder historisch. Merkt man hier. Naja, also. Wenn man jetzt so genau hinguckt, dann ja. Naja, eine Atmosphäre ist schon da. Ja, ja, das auf jeden Fall. Also Atmosphäre strahlt das so aus. Ja, guck, hier wird was gemacht, Junge. Hast du das Öffnen da oben der Kuppel gefilmt? Nein. Das ist der spannendste Augenblick, den sie überhaupt macht. Die Kamera aus, sie ist nicht laufend, sonst müssen wir schneiden. Ist das nicht herrlich? So, na dann. Mal schön stillhalten. So. Und was ist denn das zunächst? Ja, jetzt einstellen. Das
mit der halben Drehgeschwindigkeit, also nicht mit der vollen, weil durch den Winkelgesetz wäre schon eine doppelte, also Einfalls- und Reflexionswinkel braucht man also hier bloß mit halber Geschwindigkeit drehen. Winkelgeschwindigkeit, ja. Ja. Mhm. Dann kann man das ganze Ding hier noch, Und wie ist die erste, zuerst wird von Hand auf die Sonne gestellt oder findet der das nach Zeit selber? Nee, wir machen ja alles praktisch, die Einstellung der Sonne von Hand, weil das ist ja kein Problem, ist ja nicht wie beim normalen, beim Sternsuchen oder so. Wenn es eingestellt ist und dann wird eingeschaltet. Dann wird ja genau, und dann läuft es eben von alleine weiter. Mhm. Da sind noch, ist noch eine Elektronik drin, die bestimmte Fehler, die hier reinkommen, durch zum Beispiel hier diese Spinde, die hier ist, die hat natürlich irgendwelche Fehler. Dann gibt es noch Probleme da oder Fehler dadurch, dass die Achse hier, diese rote Drehachse des Spiegels, nicht genau auf den Polar, also auf den Himmelspol ausgerichtet ist. Aha. Dadurch gibt es noch Fehler, aber die werden dann durch eine spezielle Elektronik unten noch wieder ausgeglichen. Ja, das hier oben, die Spiegelfassung hier, die steht auf diesem Holzturm. Der Holzturm besteht aus zwei Segmenten zu jeweils 8 Meter Höhe. Holz hat man deshalb gewählt, weil Holz schneller Schwingungen dämpft. Also wenn hier oben durch den Bewegung der Motoren oder so sich das Ganze hier oben bewegt oder wackelt, dann werden also die Schwingungen ziemlich schnell gedämpft. Im Gegensatz, wenn man Metall dafür nehmen würde für diese Konstruktion, dann wäre es ja wie ein großes Pendel, was dann auch lange nachschwingen würde. Und aus demselben, also auch um Schwingungen zu vermeiden, hat also der Holzturm und der äußere Turm sind also wirklich getrennt, haben extra Fundamente, sind auch sonst nirgends verbunden, jedenfalls nicht starr, sondern unten ist noch ein bisschen so Stoff dazwischen gestopft, zwischen hier die Ritzen. Aber wie gesagt, auch keine starre Verbindung, sodass man keine Schwingung vom Außenturm jetzt durch Trittschall oder durch Autos oder so, dass sie hier nicht übertragen wird auf den Turm. Auf den Innenturm. Und nur wenn man jetzt anfasst, ist eine Verbindung da zwischen den. Nee, also die Schwingung, um die es geht, die übertragen sie nicht damit. Also da müsste schon hier wirklich ein Holzkeil drinstecken und der würde es dann auch oder Metall oder so. Ich meine ja auch noch theoretisch. Also ja. Ansonsten sieht man hier so die Abstände. Ja. Mhm. Mhm. So, und Konstruktion hier oben drauf auf dem Holzturm ist 6 Tonnen schwer, davon kann man 3 Tonnen hier von Seitz mit einem Finger praktisch wegdrehen. Und diese Verstellmöglichkeit ist wichtig dafür, wenn man zum Beispiel im Herbst oder im Frühjahr beobachtet und die Sonne schon ziemlich niedrig steht, dann hat man Mittagsprobleme, dass also die Sonne durch den Hilfsspiegel abgeschattet wird. Und um das zu verhindern, kann man also das ganze Teleskop zur Seite rausdrehen, diesen Spiegel hier, den Hilfsspiegel, in der Höhe zu verstellen und in der Kippung, um die verschiedenen Stellungen der Sonne, die Höhen, je nach der Saison praktisch einzupassen. Und ich war vorhin von technischen Problemen, die wir zurzeit haben, dass er also das Sonne nicht hier rein reflektiert hat und dann blieb er so stehen. Jetzt haben wir eine neue Mechanik, die es erlaubt, die Spiegel noch während der Beobachtung sehr, sehr fein zu bewegen, zu verstellen in ihrer Position. Und zwar benutzen wir das dann dafür, um diese Fehler, die ich von denen sprach, auszugleichen. Das heißt, wir haben unten auf der Spaltwand ein Sonnenbild. Dieses Sonnenbild wird von 4 Fotozellen eingerahmt und die Differenzsignale von diesen Fotozellen, die steuern diese Motoren hier oben an. Wenn also die Sonne etwas durch Fehler der Nachführung hier aus diesem Rahmen herauswandert, dann bekommt eine Fotozelle mehr Licht, die andere weniger. Das Differenzsignal steuert die Motoren an und dieser Spiegel, wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr das Ganze hinkriegen wieder. Dreht sich denn das ganze Ding, ja? Oder kann man das Ding nur eben hier da machen, wenn die Sonne gerade hier machen? Die Kuppel kann gedreht werden hier, also der Kuppelspalt. Ja. Also dafür müsste ich dann auch jetzt mal unten was einschalten, damit der ganze hier oben Strom hat, die Steuerung. Ja, aber wenn man vergleicht mit zum Beispiel auf Teneriffa, dort ist ein modernes Sonnenteleskop, also das in den 80er Jahren gebaut wurde, da ist auch so eine ähnliche Anlage, also auch ein Substratensystem. Da braucht man aber dann schon einen großen Hebelarm und
beide Arme, um da das Ding so bewegen zu können. Also da ist die Mechanik nicht so gut wie. Ja, dann noch was hier zu dem hier zu diesem Rahmen. Das brauchen wir dafür, um da kommen Polarisationsfolien rein. Und mit diesem Rahmen wird also vor einer Messung, bevor die eigentliche Messung erfolgt, wird die Sonne defokussiert. Das heißt, man verstellt den Fokus vom Fernrohr, kriegt dann also praktisch das Sonnenbild verschmiert und damit ist das Sonnenlicht also unser, also hier der nachteilige Einfluss dieser beiden Spiegel herausgebracht. Ja. Jetzt also immer hier für die Neigung des Spiegels hier erfolgt elektrisch, dann die Motoren werden natürlich hier auch die Spiegelfeinsnachfüllung machen, die wir hier später eingebaut. Das wurde später, also diese Kabel wurden später eingebaut, aber das hier, diese geriffelten hier, die sind also. Und er war auch Vorsitzender des Kuratoriums der Einstein-Stiftung. Aber er war mal hier. Ja, aber nicht bloß einmal, er war aber praktisch nur zu den Sitzungen dieser Stiftung hier, als Vorsitzender eben. Und ansonsten aber war ein reiner Theoretiker und hat sich also hier zwar für die Beobachtung auch hier interessiert, aber nicht selbst beobachtet. Ja, nicht alles in der Ukraine verraten. Warte hier. Auf der Nordseite macht es nichts, da ist Schallkante, so die Sonne nicht reinscheint. Also wenn es hell ist, macht es nichts. Licht, was hier einfällt, ist ja nur, was hier senkrecht also durch das Teleskop durchfällt. Das andere Wuchs hat keinen Einfluss. Aber problematisch ist eben, wenn sich das hier durch einschwemmt, Sonnenlicht sich hier drin erwärmen wollen. Ja, wir teilen hier zu. Ich muss nochmal so eine Auskunft, also um nach dem Wetter zu gucken. Ja. Vielleicht gucken wir mal. Lass mal den Kameramann. Du bleibst mit deiner Nase da. Das ist nur für den Wetterausguck, ja? Schön Wetter. Nur Wetterausguck, mehr hat es nicht. Mehr ist es nicht. Ne? Was ist los, eben mal zu gucken, ob da Wolken kommen oder so. Aha. Ja, dann am besten hier. Überall Wasserleitungen. Und nachdem dann 15, 16 Jahre wurde eine Seite umgebaut, da befinden sie jetzt im Rechnerraum, wo unsere Computer stehen. Und dort sind die ganzen Wasserleitungen abgebaut worden, aber die Abflüsse, die sind noch da. Und die müssen jetzt praktisch regelmäßig das immer mal nass gemacht werden, damit wenn sie austrocknen, dann ein paar Sachen zeigen, die also nochmal zu beweisen, dass man das mit dem Spiel kann. Und zwar einmal das, was wir hier bei uns machen, und zwar benutzen wir den sogenannten Seemann-Effekt dafür, um Magnetfelder auf der Sonne zu messen. Und zwar beruht der Effekt darauf, oder nicht beruht, sondern sieht folgendermaßen aus, dass man also hier eine Spektrallinie hat. Zum Beispiel hier ist mal so eine Fleckengruppe und hier beim Hauptfleck, da ist über den Fleck der Spalt des Spektrographen gelegt worden. Und das Licht, was jetzt durch diesen Spalt fällt, wird hier aufgespalten. Und hier sieht man jetzt noch Folgendes, hat man noch eine spezielle Optik eingesetzt, eine Polarisationsoptik. Und zwar hier oben sieht man die Intensität minus den Anteil des zirkularen Lichtes, was links polarisiert ist. Und hier rechts polarisiertes Licht, zirkular. Also entscheidend ist Folgendes, das sind zwei Eigenschaften, das ist eine Eigenschaft vom Licht, also das ist... Sie wissen, was Polarisation ist. Ja, gut. Dann können Sie sich auch vorstellen, dass also praktisch es gibt vier Stokes-Parameter, sogenannte. Die kennen einmal, Sie nicht. Ja, aber die wollte ich jetzt gerade erklären. Ja. Das ist einmal die Intensität, das ist klar. Dann kann das polarisierte Licht ja
einmal gerade polarisiert sein, also dass die Ebene dieser Polarisation ist fest. Ne? Also, und dann kann man beschreiben, wie diese Ebene, diese Polarisationsebene liegt. Das ist also das sogenannte linear polarisierte Licht. Und zwar wird die Lage der Ebene dadurch beschrieben, indem man zwei Parameter benutzt, und zwar Q und U, die also jeweils angeben den Anteil des polarisierten Lichtes in der einen Richtung, also in X und in Y. Und dann gibt es noch praktisch ein polarisiertes Licht, was keine feste Polarisationsebene hat, sondern wo sich die Polarisationsebene dreht. Und da gibt es eben praktisch links Licht, was links polarisiert ist, also wo sich diese Ebene links herumdreht, und Licht, wo sich die Polarisationsebene rechts herumdreht. Und jetzt sind die Intensität plus der Anteil des zirkular polarisierten Lichtes und das untere Bild minus. Und jetzt kann man praktisch durch die Subtraktion der beiden Bilder kann man entweder die Intensität bekommen oder nur den Anteil des zirkular polarisierten Lichtes. Aber was jetzt Bereiche, die unterbrochen werden vom Spektrum, von den Spektrallinien, ist also das, was wir dort gesehen haben. Und jetzt hier, wo der Fleck ist, da sieht man hier, dass die Intensität im Kontinuum absinkt. Das ist klar, weil da weniger Licht reinkommt. Aber bei den Spektrallinien geht die Intensität auch runter, aber nicht nur die Intensität geht runter, sondern hier bei den bei bestimmten Spektrallinien passiert auch Folgendes: Die Linie spaltet sich auf. Hier außen ist es noch eine Linie, ne? Mhm. Und hier spaltet sich dann auf. Hier in der Mitte, da wo der Fleck ist, in dem Bereich. Naja, nee. Man hat ja hier hat man eine. Das bleibt eine. Und hier in der Mitte? Und hier in der Mitte diese. Links ist auch eine. Das bleibt ja auch aber eine. Hier, aber die hier nicht, ne? Das sind zwei. Da sind zwei Komponenten. Ach so, ja. Ne, die ist wirklich jetzt wie ein Bauch, der eine Linie gerade durch und die andere ist aufgespalten. Und wenn man das Ganze zusammenlegen würde, dann würde man bekommen, dass also wirklich diese Linie, also wenn man jetzt diese Aufspaltung nicht haben würde, würde man sehen, dass sich die Linie nicht in einen aufspaltet, sondern in drei. Und dann liegen nämlich diese, also wenn man die nicht aufspaltet, sondern die übereinander liegen würden. Das ist der sogenannte Seemann-Effekt, der einfach dadurch, der beschreibt also, wie sich die Spektrallinie verändert, wenn sie im Einfluss eines Magnetfeldes entsteht. Und zumal hier auf diesem im Gebiet des Fleckes herrschen also große Magnetfeldstärken, also hier ca. 2700 Gauss. Und im Bereich dieses Gebietes wird also die Spektrallinie aufgespalten in mehrere Komponenten. Das kann ja auch passieren, dass nur bei so einer Aufnahme die Linie sich in einer Richtung aufbaut. Und auch in der zweiten Aufnahme auch in einer Richtung. Wenn halt spricht das aber, also das sind beide Gebiete, die Linie sozusagen ist ohne zu laufen, derselbe Effekt drin, dann fällt dort auch ein. Und dieser Nationalpark ist jetzt hier unten. Ja, genau. Und da führt auch die Straße durch. Die Straße ist der Film. Hier hinten mal richtig einen Schenkel. Geht mal, geht mal alle aus dem Wege. Hier durch die Caldera da. Marco. Hier unten ist der Montagna Blanca. Also da, wo man dann auch da wirklich die Seilstation ist. Ja, ja. Also das ist da 5 Kilometer entfernt mit Auto. Ja, das hier eine Aufnahme vom Einsteinturm am 15. April 1942. Am 14. April war der große Luftangriff auf Potsdam, wo also fast die ganze Innenstadt zerstört wurde. Und einige Luftminen sind auch hier in der Nähe des Turmes explodiert. Also hier vorne, da wo die Trockene Burke steht, da ist eine Luftmine explodiert, hat dort eine ganze Barocke-Baracke vollkommen weggetragen. Der Turm ist sozusagen wahrscheinlich durch seine Stromlinienform doch relativ glimpflich davongekommen. Dann wurden also die Fenster rausgerissen, hier die Kuppel wurde abgedeckt und es gab hier oben einen Kuppelkranz, einen Riss. Achso, Riss, den sieht man auch jetzt noch. Aber das Holzgestell ist noch das Original. Ansonsten waren keine Schäden und man konnte Bockel wenige Monate später schon wieder beobachten. Mach mal bitte das hier zu dem Raum. Das ist hier ist so eine Aufnahme, wie es da unten aussieht. Also wir können auch nachher nochmal runtergehen. Das ist also hier der Umlenkspiegel. Hier kommt das Licht von Komfion oben an.
rot reflektiert, das ist hier einfach ein Fehler durch eine Optik, also das ist nicht eingestellt. Ja, aber das ist jetzt hier nur.